Deutschland hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr lange Schulschließungen in der Corona-Epidemie gehabt. Somit ist das Schließen der Schulen sicherlich richtig gewesen, aber diese sehr lange Phase der Schulschließungen, wiederholter Schulschließungen, war möglicherweise oder war wahrscheinlich ein Fehler nachträglich betrachtet und hat den Kindern geschadet. Und diese Schäden, die werden in dem heute vorgelegten Bericht, den wir im Kabinett auch beschlossen haben, werden die dokumentiert. Und es sind zum Teil Schäden, die nicht bleiben müssen. Es sind aber auf jeden Fall Schäden, die bleiben können. Und von daher müssen wir jetzt sehr viel machen, um den Kindern zu helfen. Das war von Anfang an auch ein Schwerpunkt der Arbeit des Bundesgesundheitsministeriums, schon also nach der Amtsübernahme sofort bei laufender Pandemie. Wir haben daher mittlerweile eine Reihe von Maßnahmen in Arbeit, die entweder schon beschlossen sind oder die also in Vorbereitung eines Beschlusses sind. Ich fange mal damit an, dass wir die Kinderkliniken stabilisiert haben. Viele Kinderkliniken waren von der Insolvenz bedroht und wir haben daher im Pflegeentlastungsgesetz eine Regelung geschaffen, dass Kinderkliniken auch bei 80% der Fälle, die eine Kinderklinik macht, 100% des Budgets bekommt. Somit haben die Kinderkliniken unmittelbar spüren können, dass der ökonomische Druck, die drohende Insolvenz, abgewehrt werden konnte. Das haben wir umgesetzt. Wir haben darüber hinaus bei den Arzneimitteln für Kinder etwas gemacht, was wir sonst noch nie gemacht haben. Wir haben die Festbeträge für mehrere Monate ausgesetzt, für 3 Monate ausgesetzt. Das heißt also, Arzneimittel, die dann teurer verkauft werden als im Festbetrag, werden trotzdem erstattet. Aber wenn sie für Kinder sind. Was macht das für einen Unterschied? Naja, die gleichen Arzneimittel wären sonst möglicherweise nicht in Deutschland verkauft worden, sondern im Ausland, weil dort die Preise höher sind. Und somit haben wir bei den Kindern die Preise nach oben im Prinzip steigen lassen, sodass auch unsere Kinder diese Arzneimittel bekommen. Das ist umgesetzt und das funktioniert. Wir haben darüber hinaus eine Regelung geschaffen, die dafür sorgt, dass die Praxen, die Kinder, also Arztpraxen, die Kinderärztinnenpraxen, die Praxen für Jugendliche, dass diese ohne Budget arbeiten können. Das ist das einzige Feld, die einzige Form der ambulanten Versorgung, wo es keine Budgets gibt. Das heißt, wenn ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin mehr Kinder behandelt, dann wird auch jeder Fall ohne Degression, ohne also Abstufung, wird es bezahlt. Und das haben wir für keinen anderen Bereich eingeführt. Das führen wir gerade ein, also das ist in der ersten Lesung schon gewesen. Und das bedeutet, dass wir hier eine Ausnahmesituation für Kinder schaffen. Somit kann also die gesundheitliche Versorgung der Kinder bei Kinderärzten, die kann stattfinden, ohne dass es ökonomische Beschränkungen gibt. Da haben wir für Kinder eine einmalige Ausnahme gemacht. Was wir derzeit vorbereiten, ist, dass es Sonderzulassungen, Sonderbedarfszulassungen geben wird für Psychotherapeuten, die sich also insbesondere den Kindern widmen, die besonders schwer krank sind. Wir haben ja jetzt auch Kinder, die sehr schwer krank sind, multimorbide Erkrankungen, also wo Psychotherapie notwendig ist, schwer zu erbringen ist. Dafür haben wir nicht die entsprechenden Kapazitäten. Die Kinder müssen lange warten. Das ist aus meiner Sicht ein Skandal, dass also so lange auf einen dringend notwendigen Platz für die Psychotherapie, gerade für Kinder, gewartet werden muss, wo die Kinder hier jetzt so schwer krank sind. Und daher arbeiten wir hier mit Sonderbedarfen, Sonderzulassungen, und wir werden im Rahmen dieser also Sonderzulassung auch Gruppentherapien zulassen, sodass eine psychotherapeutische Gruppentherapie stattfinden kann, die sich also bei Erwachsenen schon bewährt hat, die dann auch bei Kindern praktiziert werden kann. Das sind also Maßnahmen, die wir jetzt unmittelbar ergriffen haben, die allesamt wirken. Diese Maßnahmen sind für besondere Situationen, meinetwegen ganz viele Atemwegserkrankungen für Kinder und Ähnliches, sind noch ergänzt, dass dann Personal aus den Erwachsenenstationen abgezogen werden kann in die Kinderstationen, dass also die Mindestpersonalgrenzen, die es sonst gibt, die sind dann ausgesetzt. Stichwort, also im Notfall gehen Kinder auch in der Klinik vor und haben also genießen dann diesen Vorrang. Und wir sind darüber hinaus also auch in Überlegungen, wie wir Studien durchführen können, wo die Kindergesundheit langfristig
gut untersucht werden kann, eine Panel-Untersuchung, sodass wir sehen, was passiert eigentlich mit den Kindern, die jetzt diese Störungen haben. Ich möchte zum Abschluss also darauf hinweisen, es sind hier im Wesentlichen zum jetzigen Zeitpunkt, Gott sei Dank, noch Störungen und Erkrankungen, die bei guter Behandlung eine gute Prognose haben. Das muss im Vordergrund stehen. Daher rufe ich auch alle auf, also wo Kinder auffällig sind, wo Kinder depressiv wirken, wo Kinder also sich zurückziehen, wo Kinder also tatsächlich nicht so funktionieren, wie gesunde Kinder es tun, dass man dann im Zweifelsfall immer eine Untersuchung durch einen Psychologen, möglicherweise Schulpsychologen, klassischen Psychologen oder durch einen Arzt vornehmen lässt. Wir dürfen jetzt diese frühen Störungsbilder, die dürfen wir nicht unbehandelt lassen. Ich rufe daher die Eltern auch dazu auf, die U-Untersuchungen auf jeden Fall wahrzunehmen. Das ist jetzt von ganz großer Bedeutung. Wir haben eine viel zu geringe Wahrnehmungsdichte dort bisher. Und ich appelliere an die Eltern, also wirklich diese Untersuchungen wahrzunehmen, sodass wir diese Störungen zu einem Zeitpunkt behandeln können, wo sie bei guter Behandlung auch eine gute Prognose haben. Das schulden wir den Kindern, aber wir werden weiter alles tun, was wir können, um das Behandlungsangebot für die Kinder auszubauen. Für uns im Bundesgesundheitsministerium gilt schon seit Monaten, die Gesundheit von Kindern hat Vorrang, und zwar deshalb, weil die Kinder unter der Pandemie und auch unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie besonders gelitten haben. Von daher schulden wir es jetzt den Kindern, dass sie die Priorität haben.